Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Mario, den ich spielen werde. Und er nennt sich Super Mario Bros. Welcome to the Mushroom Kingdom. The princess has been kidnapped by Bowser. Mario must save her. Ausrufezeichen. Und dieser Hack ist einfach nur ein Remake des alten Marios auf SMW-Basis. Das heißt, er ist für mich nicht blind, weil ich den schon. Weil ich Super Mario Bros. Auf dem NES schon gespielt habe. Deshalb werde ich hier auch meistens durchrushen. Deshalb auch ein kleiner Hack. Ich habe mir extra einen rausgesucht, der nicht so schlangwierig wird, weil ich ihn in- und auswendig kenne. Eigentlich. Wenn irgendwas Neues kommt, dann würde ich mich wundern. Wenn ich Warp Zones benutze, passiert hier nichts. Das heißt, ich komme trotzdem in dem nächsten Level raus. Das werden wir ändern. Heißt, wenn ich Warp Zones benutze, benutze ich die auch wirklich. Und ich weiß ja, wo mich Warp Zones hinführen. Das heißt, das wird eher ein Run-Through als ein Play. Let's fail. Ein Play-Let's, ja, vor allem. Ein Let's Play meine ich. La 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 la, I have Münzen, Awesomeness. Und 10. Nein. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier die Warp-Zone benutze, was ich werde, dann heißt, ich werde in 4-1 rauskommen. Also, macht euch drauf gefasst auf die Magie. Wenn hier nichts dran steht, selbst wenn hier nichts dran steht. Wusch. Das wird rausgeschnitten, das wird rausgeschnitten, das wird rausgeschnitten, das wird rausgeschnitten. Wir sind auf einmal in 4-1. Wie sind wir da hingekommen? Weiß ich nicht. Also ich glaube irgendwie, wir sind über die Warpzone hingekommen, aber ja. Wir werden sehen. Ich denke, ab jetzt werde ich das Spiel mal so ungefähr versuchen, gescheit zu spielen. Ich wollte bloß die ersten drei Welten überspringen, weil die einfach nur dumm sind. Und wenn ich schon Mittel habe, von wegen hier überspringen, dann mache ich das natürlich auch. Oh mein Gott, der Stachel hat mich fast getötet. 4-2. Auch ein Unterwelt-Level. Und werde ich hier die Warpzone nutzen? Nein, wieso nicht? Weil es sonst so kurz das Spiel wäre, weil das dann 5 Minuten ungefähr ging. Und mein Pilz weg ist. Ich weiß, dass da oben eine Ranke ist. Deshalb hole ich mir die jetzt auch. Ich werde euch noch zeigen, was passiert, wenn man die Warp Zone. Ich sagte, wenn man die Warp Zone failed. Okay, 4-2. Bla 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 bla. Nein. Wenn man die Warp Zone benutzt, dann passiert eigentlich nur, dass man am Ende des Levels rauskommt. Aber ich wollte die Warp Zone authentisch wirken lassen. Und deshalb habe ich Wuschen. Und dann war ich auf einmal hier. Okay, ich werde über das Level drüber rennen, weil es einfach dumm ist, wie ihr euch unten sehen an könnt. Sehen an könnt. An können, sehen können. Ansehen könnt. Juh. Und ich werde wieder das hintere Level benutzen. Und das ist keine Warpzone, sondern eine Röhre. Wo mich die Warpzone hinbringen würde, weiß ich gar nicht mehr. Na, so. Wir nehmen es einfach als alternativen Exit. Wir spielen die 4-3. Und da ihr noch nie ein Schloss gesehen habt, werdet ihr euch fragen, wo ist ein Schloss? Nein. Aber ja. Ah, geil. Die Viecher bewegen sich, aber es gibt keinen Faden oder so. Weil theoretisch müsste ja so wusch sein. So wusch und so und wusch und wusch und wusch und Ziel! Das geht viel zu einfach. Das wird wirklich ein kleiner Hack. Zwei Teile würde ich erwarten. 4-4. Und das ist auch das Letzte, das ich aufnehme, denke ich mal. Ach genau, das war ja das. Was ist der richtige Weg? Fail.
Du bist nicht richtig. Du bist richtig. Das vierte Schloss habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie in Mario Bros. Gespielt. Wenn ich jetzt wieder vorne rauskomme, dann schrei ich. Wow, ich bin richtig. Ah. Okay, ich bin bei Bowser. Oh Gott. Die. Thank you. Okay, das Castle habe ich noch nie gespielt früher. Das ist ja hart. Cool, save and continue. Und ich würde sagen, 5-1 kommt im nächsten Part. Bis dahin. Hallo Leute, willkommen zurück zu SMW Retro Bros. Und so. Und da ich ja letztes Mal bei Bowser mich geklein lassen macht habe, muss ich jetzt klein durchrennen. Das wird zu Terror. Weil genau das passieren könnte. Und genau hier ist dieser geile Stern drin, der mich jetzt einfach hier durchrennen lässt. Heißt, ich werde sogar noch unter dem Zeitlimit hier durchkommen und ich habe schon wieder 11 Leben dazu bekommen. Nein, nicht 11, aber wie viel auch immer ich vorher hatte, ich weiß nicht. 5-2. Was? 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 5-2. Okay, ein Glitch-Level, das heißt, ich werde es überspringen. 5-3. Aha, okay. Irgendwie war das Level kaputt. Das darf ja nicht sein, dass ich durch den Boden fliegen kann. Und nicht am Schloss starte. Ich glaube aber irgendwie, dass das erste 1-3, glaube ich, ist in mit Bullets Bild. Ja, ist es auch. Okay, ich brauche unbedingt den Pilz, weil sonst gehe ich drauf. Wie gerade eben, diesen awesome Sprung und dann Bäm und tot. Genau so wie er. Uah. Bäm. La 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 la. Ha. Bla bla bla. 5-4, schon wieder ein Schloss. Alter, was ist das denn für ein Horrorteil? Horrorteil. Wow, Lex. Zu viel Feuer, zu viel Feuer. Es macht mein Emulator kaputt. Nein. Oha. Ist das knapp. Das wäre theoretisch schon tot für mich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nicht, ohne dass du feuerst. Wusch. Okay. Ich soll da jetzt durch. Ich soll da wirklich durchkommen. Glitch dich weg. Okay, ich habe einen Rebound besetzt, weil sonst ist es unfair. Holy shit, und ich soll jetzt. Nein! Okay. Sorry für das Fail. Oh meine! Okay, ich save hier, weil sonst fail ich nur am Laufenden. Ich darf das. Sorry für das. Okay, continue and save. Und ich sollte meine Save-Tests mal wegmachen. Egal, jetzt save ich hier, damit ich wieder nicht beim Bowser starte. Lakitu Level. Lakitu Durchrush. Lakitu Rush. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss einfach durch, 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 durch,
Ich glaube sogar, ich nehme am Stück auf und schneide die Teile später auseinander. Ah, wow. Es ist langweilig. Wo muss ich überhaupt hin? Ich laufe gerade die ganze Zeit im Kreis oder was? Oh ne, doch nicht. Kommt so unbekannt vor. Und ich bin gleich am Ziel. Ich sag's euch, ich sag's euch, ich sag's euch. Ich kann nicht da rein. Alter, was ist das eigentlich für ein Piranha-Freak hier? Piranha, meine ich. Oh nein, ein Koopa. Komm her, Koopa. Die! Okay, und das war's für diesen Part. Bis dahin.